Jo, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man hört mich laut genug. Wo ich das selbst getestet habe mit HyperCam 2. Ja, für Desktop ist es ja generell ein geiles Aufnahmeprogramm. Nur, dass meine Stimme da sehr, sehr leise war bei der Aufnahme. Aber egal. Das geht ja um Folgendes. Das ist jetzt der Guide, um Kabal online zu downloaden und zu installieren, damit es richtig läuft. So, ich muss einmal kurz im Teamspeak. Channel switched. Genau. Kurz AFK, nicht, dass mir da gleich einer zwischenfunkt. So, fangen wir auch gleich an. Ich werde mir jetzt Kabal komplett neu holen. Das ist die EU. Obwohl, ich will mir die Screenshots noch raussuchen. Ich speichere mir die eigentlich alle. Achso, mein neuer Rekord, den will ich euch auch einmal kurz demonstrieren. Oh, 42er Kombo. So. Achso, und eine GM-Waffe. Ne, das war da nicht. Das ist die GM-Waffe. Falls ihr es nicht lesen könnt, All-Skill-Amp 7 Amp, One-Slot 160, All-Skill-Amp 10%, All-Skill-Amp 10%. Ja, und alle meinten sie, was für eine Cheater-Waffe. Egal. So. Die will ich mir kurz noch speichern. Bilder. Ich speichere mir eigentlich immer alle Kabal-Bilder, die ich mir je gemacht habe. Ich habe so viele. Das sind halt immer, wenn ich Kabal halt neu installiere, geschweige neuen Rechner habe oder so, speichere ich mir alle Screenshots, die ich jemals gemacht habe. Da sind auch uralte mit dabei, wo ich halt noch hier, guck mal, Level 79 war ich damals noch. Das waren Zeiten. Gut, aber das ist sehr unwichtig. Jetzt haben wir die Screenshots. Mehr brauche ich nicht. Den Skin brauche ich nicht. Den will ich auch nicht wiederholen, weil der ja halt, wie gesagt, ein bisschen verbuggt ist wegen dem sagt mir mal schnell, wegen dem Upgrade-System. Da funktioniert der Skin nicht ganz richtig, da ist es etwas durchsichtig, geschweige wenn man die Quest annimmt, dann ist das total verschoben. Ich muss ein bisschen warten, bis halt irgendwelche Leute neue Skins rausbringen. So, wo haben wir das denn? Legacy of Darkness Client, das kann weg. Jo. Kabal Online, ich weiß jetzt nicht, ob das DE ist. Wenn ja, ist mir Banane. Jo. Entferne Kabal Online. Scheint der deutsche Server zu sein. Ist mir gerade relativ Banane, den kann ich mir jederzeit holen. Und da zocke ich eh nicht drauf. So, während der deinstalliert, gehen wir natürlich Internet. Gehen wir auf kabalonline.com. Ich hoffe, ihr könnt alles lesen. Eigentlich ist es HD-Video, eigentlich müsst ihr das alles lesen können. Anmelden, das zeige ich euch nicht. Ich denke mal, das kriegt ihr selber hin. Dann geht ihr einfach nur auf Download Now. So, es kommen ja immer die Fragen, was soll ich mir holen? Welches Kabal oder also welche Seite soll ich am besten gehen? Ist am besten Gamer Channel. Das ist neu, das zeige ich euch auch gleich. Ich glaube, das downloade ich mir auch mal, weil ich finde das gar nicht mal so verkehrt. So. Jo, Overwolf. Ich weiß nur nicht, ob das. Ja, ist von der Kabal-Homepage selber. Das ist eine Art lokales Netzwerk, also das ist ein, wie gesagt, so ein Programm, worüber ihr gleich ins Facebook gehen könnt, geschweige gleich auf die Kabal-Homepage-Seite gehen könnt und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem DE-Server habt, ich glaube nicht, da das erst neu erst rausgekommen ist. Ist ganz cool gemacht, das Teil. Das ist wie Steam sozusagen für Kabal. Man kann, während man Kabal spielt, im Vollbild kann man diesen Overwolf aufrufen, dann kann man Videos machen, geschweige Videos aufnehmen, schneiden und so weiter. Das geht alles mit diesem Teil. Wie gesagt, ich fange jetzt komplett blind an. Ich habe Kabal komplett deinstalliert, um euch das auch zu zeigen, dass alles wunderbar funktioniert. Das weiß ich gar nicht. Ja, müsste eigentlich komplett entfernt sein. Das kommt schon mal weg. Falsch. So, finish. Starten wir mal in Overwolf. Kabal. Mal sehen, was passiert. Overwolf, möchten Sie zulassen? Ja. Mach mal. Falls mich das großartig nervt.
Wie gesagt, das ist ganz geil. Es verschwindet hier an der Seite. Dann kann man hier drauf drücken, kommt ihr sofort auf die Kabal-Seite. Hier zum Beispiel Kabal-Cache aufladen, könnt ihr sofort machen. Videorekorder, das ist halt zum Video machen. Und ja, der Browser halt. Das Problem, was ich nur habe, ist, dass hier eigentlich der Start, das, die Startechse fehlt. Das finde ich ein bisschen so schade gemacht. Aber es ist wirklich alles mit verknüpft, sogar jetzt mit Steam Chat. Das finde ich auch sehr geil gemacht. Deswegen, also wenn ihr Steam offen habt und Kabal gleichzeitig, könnt ihr dann während des Spiels halt, wie ihr das auch bei Counter-Strike macht oder so, eure Freundesliste aufrufen in Steam und so weiter und so weiter. Aber euch, das zeige ich euch dann. So. Ich finde das Ding gar nicht mal so verkehrt. Ich lasse das auch auf. Achso, das ist jetzt die Seite. So, genau. Gehen wir erstmal auf Download. Ich hoffe, das ist jetzt ein ganz anderer Browser. Das ist jetzt hier ein Overwolf-Browser. Mal gucken, ob der überhaupt gut funktioniert. Gehen wir auf Gamershell. Gamershell. Ich glaube, die Seite kennt fast jeder. Komischerweise werden mir jetzt nur ein einziger Vorschlag hier gemacht. Ihr könnt es über Torrent downloaden, falls ihr Torrent besitzt. Besitzen eigentlich die meisten. Oder ihr geht hier rauf. Was ich nur den Nachteil finde bei Torrent ist, sobald man da was downloadet, ist das Internet auch total lahm. So, und das tue ich jetzt nicht, weil ich Torrent jetzt nicht drauf habe. Mal gucken, wie dieser Overwolf hier mit funktioniert mit dem Download, falls es überhaupt geht mit dem Programm. Ansonsten starte ich gleich Mozilla. Your download has been started. Ja, brauchst du noch länger? Scheint so. Ich mache das lieber über Mozilla. So. Gamer Shell. Dann. Ach, geh weg. Warum man mir trotzdem nur einen anzeigt, das verstehe ich nicht. Wie gesagt, das ist auch der neue Kabal Online Episode 7. Saints of Recume Client. Ist das doch schon Episode 7? Okay. Ich zähle doch richtig, ne? V ist 5, 2, ja, eigentlich ja, 7. Gut, Download. Da Overwolf mir zu lange braucht, wahrscheinlich auch nicht funktioniert zum Downloaden. So, ja, siehst du, hier macht er es sofort. Datei speichern. So, ja, ich kriege so gerade mal eine Vollleitung. Also ich habe 16.000er, das heißt 1,6 wäre Maximum. Aber es läuft ganz gut, 1,3. Wunderbar. Den lasse ich auch jetzt komplett zu Ende laden. Das sind jetzt 16 Minuten. Das Problem ist, soll ich jetzt 16 Minuten lang aufnehmen? Nö, das tue ich sicherlich nicht. Ja, eigentlich mehr muss ich eigentlich hierzu nichts sagen. Ja, wie gesagt, Gamershell und dann am besten. Diese Seite weiß ich nicht, ob man da so gut downloaden kann. Also ich habe die nie benutzt. Zumindest habe ich immer das Problem gefunden. Problem fand ich immer, dass man, glaube ich, hier sich anmelden kann, geschweige wenn man einen Premium-Account hat, dass man dann halt volle Leitung bekommt. Der No-Login vom Highspeed-Server und deswegen finde ich die Seite scheiße. Deswegen benutze ich nur Gamershell, das ist halt, da musst du nicht halt dich unbedingt anmelden, geschweige Premium kaufen. So, ich lasse ihn jetzt mal kurz downloaden. Muss ich sonst noch was zeigen? Eigentlich nicht. Der kann eigentlich auch weg. Ich habe ja, wie gesagt, das Spiel jetzt gerade gelöscht. Elsword. Warum habe ich so wenig Games? Ja, die meisten Games habe ich über Steam. Mal sehen, ob das überhaupt jetzt funktioniert hier mit Overwolf. Aber ich denke schon, das läuft alles. Ja. Warum zeigst du das jetzt an, geh weg? Gut. Ich werde das jetzt mal testen, wie das gleich läuft mit Overwolf. Ich cutte jetzt kurz mal hier und sag dann mal bis gleich. Solange bis der Download fertig ist. Ah, ich melde mich nochmal kurz Wort. Das ist ja das Schöne bei Hypercam, dass man Pause drücken kann während der Aufnahme. Und zwar, ich habe zwei Lieder gefunden unter meinem Counter-Strike-Ordner. Weil ich gucke da immer gerne mal rein, wenn ich auf irgendwelchen Server war. Und ich da irgendwelche Sounds downloade. Und hier sind zwei Lieder, die ich gerne wissen will, von wem die sind. Hier steht immer Bioshock. Oder Bioshock. Ich denke mal, da sollten noch ein O hin. Aber das darunter finde ich nichts. Bitnitz finde ich auch nichts. Ich lasse sie euch mal kurz abspielen. Vielleicht könnt ihr mir sagen, von wem die Lieder sind. Das hier ist so eine Art House-Mix.
So call the let's go. Das wäre das eine. Das andere ist mehr Hardstyle, Hardcore. Wenn ihr wisst, wie diese Lieder heißen, wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir das reinschreiben könnt. Ich finde die Lieder, also obwohl es nur 7 Sekunden Ausschnitt ist, sehr, sehr geil. Ich habe versucht, das mit diesem Programm zu finden. Wo habe ich das? Tunetic. Das kann, wenn man halt Lieder abspielen lässt, versucht er die Lieder halt zu finden im Internet. Aber er findet nichts von diesen beiden Liedern. Gut, ich mache dann wieder Pause und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ja, wieso? Es geht ja gleich los. Sind nur noch 30 Sekunden. Boah. Ich werde auch danach noch ein Video hochladen. Und zwar. Na, jetzt geht doch auf. Blöder Ordner. Sind das ein paar Sounds von Kabal? Und auch neue Sounds, weil die Episode 7 ja neue Sounds bekommen hat. Aber dazu kommen wir dann in den neuen Video. Und zwar wegen neue kleine Sounds in Kabal. Aber jetzt kommen wir erstmal wieder hierzu. Jetzt, ja, am besten mit Winra. Winra ist am besten dafür, aber das ist ja soweit egal. Den Installer müsst ihr eigentlich nur rausholen, den Gamer Shell und den Text, der ist eigentlich sehr unwichtig. So. Boah, heute noch. Danke. So. Jetzt eigentlich den starten. Das Problem jetzt ist, ja, das hatte ich jetzt befürchtet, dass es jetzt ein bisschen dauern wird. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Ihr kennt das ja sicherlich, wer Windows Vista hat oder Windows 7, dass er halt immer so eine Anfrage machen möchte, wenn du sowas, irgendein fremdes Programm installieren möchtest, geschweige starten möchtest. Das kann man ausstellen, habe ich nicht, weil ich das gar nicht mal so verkehrt finde, weil ja, damals hatte ich so ein Teil gehabt, das sich automatisch immer gestartet hat und ich habe immer auf Nein gedrückt und irgendwann ging mir das so auf den Sack, ich habe nämlich versucht, den wegzukriegen, da habe ich den Rechner neu gemacht. Was war irgendwie so eine komische Echse. So, ich will das ja nicht auf C haben. Ich will das auf D bei Games haben. Dann machen wir Kabal in Klammern EU wieder. Okay. Next. Install. Sense of Grim is never at output. Ja, ja. Keine Ahnung. Was dieses never at output ist, weiß ich nicht. Sagt mir jetzt gerade nichts. Das ist etwas neu. Die Echse hier. So, jetzt lassen wir ihn durchladen und erstmal installieren. Das ist mir auch schon aufgefallen bei Denks, den ihren Rechner, weil sie hat einen neuen bekommen, Nicole, und da war das auch so. Warum diese Punkte so lila sind, also, verstehe ich nicht. Hätten sie ganz normal lassen können. So, mal sehen, wie lange er braucht. Eigentlich nicht lange, wenn er jetzt schnell durchrattert. Ich habe ja extra alles Mögliche ausgemacht, was im Hintergrund läuft. Nicht das unnötig, ja, dass es unnötig zu lange in die Länge zieht. So. Ja, wenn der jetzt installiert, kann ich euch ja einmal kurz zeigen. Und zwar, wenn ihr. Wo ist denn das überhaupt? Wo ist denn das hier überhaupt? Das ist ja eine gute Frage. Wo ist denn hier Register? Da ist Register. Ich glaube, das geht eigentlich ganz einfach. Genau. E-Mail. Confirm immer, dann den Code eingeben. Yes, I have read the terms. Yes, please. Und dann Register for Kabal EU. Dann Download Kabal, das habt ihr ja schon. Das glaube ich, könnt ihr gleichzeitig überspringen. Dann Create Account, Play Kabal for free. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Also hier ist es auf jeden Fall sicherer gemacht als auf dem DE-Website. Weil da muss ich ehrlich sagen, da ist es sehr echt unsicher gemacht. Also sehr, sehr, sehr einfach, was das Registrieren angeht. Da gibst du einmal deine E-Mail an, Accountname, Passwort, fertig. Ohne die E-Mail zu bestätigen, kannst du sofort loszocken. Fand ich ja, ist ja nicht verkehrt. Also soll ja auch keine Kritik sein.
Nur weiß ich auch nicht, ob diese Sache jetzt hier von Kabal.eu sicherer ist. Kann sein, weiß ich nicht. Zeit überbrücken. Gut, bei der Zeitüberbrückung zeige ich euch das ja. Und zwar habe ich vor, als ja auch irgendwann als Special sozusagen oder eher sagen als Nebending. Das Special wird noch kommen. Ich weiß, ihr wollt eins sehen. Ihr bekommt noch eins. Und zwar sind das ja sowas wie die Sounds von Kabal, wie zum Beispiel. Mach mal an, welches ist das? Okay. VLC Player braucht man wieder stundenlang. Ja, weil er am Installieren ist. Das war mir klar. Für diejenigen, die halt Sounds haben in Kabal, die auch mit Sounds hören. Wer hat es erkannt? Ja, das steht auch dabei. FX Bike Spawn. Das heißt, wenn man aufs RW3 draufsteigt, ich habe schon ein paar Sachen rausgesucht, was ich alles ändern werde bei den Sounds. Zum Beispiel, wenn jemand stirbt, habe ich mir schon was überlegt. Oder, das kennt ihr sicherlich auch, den Sound Level Up. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Und das finde ich sehr witzig, dass es diesen Sound wirklich gibt. Und zwar Pickup. Und wenn man da was aufhebt, kommt anscheinend ein Sound. Ich habe das mal etwas lauter gedreht und da kommt wirklich ein Sound. Den hatte ich vorher echt nicht gehört. Ich habe den nur gefunden. Es sind sau viele Sounds. Und dann natürlich auch. Den kennt eigentlich auch jeder. Falls ihr das erkennen könnt, können wir ja irgendwann mal so ein Ratespiel machen. Das war. Ich weiß jetzt nicht, wie auf dem DS höre ist es. Zumindest Impact Zap. Das ist der Wyvern vom Warrior. Der Transcender Skill vom Vorschilder. So, und zwar hatte ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir ein paar schon geändert. Buffs habe ich zum Beispiel geändert. Vom Force. Was ist das? Achso, ja, die haben neue Sounds. Also, wie gesagt, die neuen Sounds. Panic Quiet zum Beispiel hat jetzt einen Sound bekommen. Force Kick hat jetzt einen Sound bekommen. Durch das neue Update. Und so weiter und so weiter. Und ich habe ein bisschen vor, die zu ändern. Zum Beispiel, wenn, was ich geändert schon habe, und ich bin auch noch ein bisschen überlegen, was ich noch alles ändern werde. Und zwar, was ich geändert habe, ist zum Beispiel, wenn man auf dem Bike, wenn man das Bike halt ruft, so dass man aussteigt, kommt folgender Sound. Ja, ist ein bisschen kurz, ich muss es noch ein bisschen zurechtschneiden, aber fand ich doch sehr, sehr geil. Zum Beispiel Level Up. Okay, macht der VLC Player nicht, weil das Sound zu kurz ist. Das wäre jetzt das Mario Level Up. Wenn man was aufhebt, ja, das hatte ich mir Folgendes überlegt, wäre das gewesen. Okay, Mines von den, wer das kennt von Findet Nemo. Und dann alles Mögliche. Honor of Victory, das ist, wenn man Nation War gewonnen hat. Der Sound kommt ganz kurz. Weil danach sofort wieder ein anderer Sound kommt. Und wenn halt, wenn der Nation War gewonnen ist, sollte dieser Sound dann kommen. Ja, und ich habe noch viel, viel, viel mehr vor. Also Buffs haben wir schon so ein paar rausgesucht. Ein Kollege hat mir auch geholfen. Zum Beispiel Critical, wenn man crittet, hört sich es anders an. Zum Beispiel. Genau, der Rewind vom Warrior, das kam vom Viper. Er hat sich das ausgedacht. Ob es euch gefällt, ist natürlich eine andere Frage. Ich spiele es mal kurz ab. Falls ihr es erkannt habt, und zwar war das von Beyblade und Let It Rip. Und ja, der Transcender Skill vom Vorschilder hört sich dann jetzt so an. Und so weiter und so weiter. Ich habe viele Skills vor zu ändern. Und so weiter und so weiter. Na, Kamera, bist gleich fertig? Jo. Und wie gesagt, das habe ich vor als so ein kleines Nebenprojekt. Und wie gesagt, es gibt auch viele Sounds und ich bin da. Die Ideen sind eigentlich noch sehr, sehr weit offen. Also man kann ja eigentlich alles Mögliche ändern. Zum Beispiel Buff vom Warrior. Das wäre Soul Blade gewesen. Also das kommt vom Viper, das ist auch vom Viper. Das ist, wenn man sich Furry schmeißt in der Party.
Bist du bereit zu sterben, Mother? Ja, eigentlich geht der Sound länger, nur VLC-Player spielt ihn nicht komplett ab, aber das ist ja Wayne. Solange es in-game geht und das funktioniert bis jetzt auch alles bei mir, ist alles wunderbar. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt drauf. Overwolf installiert. Nein, habe ich schon installiert. Deswegen, okay. Wie gesagt, wenn ihr darauf Bock habt, sagt es mir. Ich mach das. So, wir wollen nicht auf die Website. Warum soll ich auf die Website? Ich will Kabal starten. Starten wir Kabal. Natürlich. Ja, viele hatten ja das Problem beim Updaten, dass sie sofort einen Error bekommen haben. Ist hier nicht mehr der Fall. Das war eine Zeit lang, das gebe ich auch ehrlich zu. Man bekam ein Client-Patch, bekam man über das Forum, dann ging das. Aber jetzt geht das eigentlich auch alles. GameGuard-Update hat er gemacht. Kann man halt starten. Ich hoffe, er spielt das jetzt nicht sofort auf Vollbild ab, weil ich weiß jetzt nicht, wie sonst Hypercam drauf reagiert. Solange er Desktop macht, ist alles cool. Ich hoffe, das tut er jetzt auch. Ja, tut er. Wunderbar. Ja, wie gesagt, mein Skin ist jetzt weg, weil ich halt neu installiert habe. Und ich lasse das jetzt auch erstmal so. Für diejenigen, die halt neu dazugekommen und das Video gerade sehen, würde ich empfehlen, tut es, den Skin nicht mehr zu downloaden, weil der nicht wirklich gut läuft auf der Episode 6. So, Channel 9, ich bin natürlich Premium. Jetzt sind die Sounds natürlich auch alle weg. Ja, jetzt muss ich das eingeben. Moment. So, weiter geht's. Eigentlich mehr ist es ja nicht. Kabal funktioniert jetzt. Wunderbar. Man hat es installiert und es funktioniert. So wie es sein soll. Brauche aber lange zum Laden, wenn Hypercam an ist. Das ist ja übel. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er meine Option noch alle hat. Ach, egal, das schreibe ich Ihnen gleich. Ja, es funktioniert alles wunderbar. Jetzt ist die Schriftart natürlich auch wieder normal. Ich muss sie wieder neu downloaden. Ja, und die ganzen Optionen umändern. Violex Mephisto muss ich ja wieder reinhauen. Oder ich lasse es wieder so auf Arial. Aber es funktioniert auch alles wieder. So wie es sein soll. Jo. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen mit dem Guide. Es funktioniert alles. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich sag doch mal bis dahin tschüss. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Obwohl, stopp. Jetzt will ich das ja mal testen. Wenn er jetzt GameGuard sagt, ne, hier Hacking Protect, also dann wäre das ja richtig schwachsinnig von Karl. Na, sieh zu. Ach, geht doch. Okay, ich habe jetzt schwarzes Bild. Ich hoffe, ihr auch. Genau. Jetzt können wir... Ich starte mal kurz Fraps. Ich nehme jetzt gleich mal über Fraps weiter auf. Einen Moment. Jo, und da bin ich auch schon. Der Sound ist ja auch komplett aus. Mal ein bisschen an. Mal sehen, vielleicht macht der Overworld irgendeinen Sound. Okay, jetzt ist das Schöne, Overwolf ist jetzt hier an der Seite. Man kann das jetzt öffnen. Frage ist jetzt nur, wie? Öffne dich mal. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Irgendwie leckt das Ding da gerade. Ah, jetzt ist es auf. Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Irgendwie muss ich das noch richtig integrieren oder es liegt gerade an Fraps. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Man kann jetzt in-game halt mit Overwolf weitermachen. Das heißt, ihr habt oben die Möglichkeit, Videorekorder... Ah, jetzt läuft er flüssig. Videorekorder. Könnt dann hier Sozialfeeds... Man sieht es eigentlich schon, das F. Facebook raufgehen.
Browser öffnen, Skype könnt ihr öffnen, Skype Call, Yahoo Messenger, weil ihr habt, Gmail, weiß ich nicht, chatten könnt ihr, also mit dem Chatfenster, derjenige, glaube ich, der Overwolf anhat, mit Steam Chat öffnen. Ich versuche gerade runter zu scrollen, falls es geht, aber der hängt gut, der Overwolf, das muss ich schon mal sagen. Ich denke mal, das liegt an Fraps. Ich teste das mal jetzt kurz mal ohne Fraps. Moment. Okay, ohne Fraps läuft das wunderbar. Das liegt an Fraps gerade, dass die beiden beißen sich wohl ein bisschen. Aber ich habe jetzt mal runtergescrollt. Hier könnte ich nämlich zum Beispiel machen, sofort auf YouTube gehen. GameSpot, sagen wir Meepo, sagt mir gar nichts. Ja, okay, da ist jetzt Facebook. Was das da oben dann ist, weiß ich nicht. Screenshots könnt ihr machen. Gcam, MySpace, Orkut, sagt mir auch nichts. Wie gesagt, ihr könnt jetzt alles Mögliche hier machen mit dem Teil. Das ist, finde ich, relativ geil gemacht. Yes, Devil May Cry. Erstmal anders machen. Fragezeichen. Wie gesagt, ihr könnt jetzt, jetzt läuft das Ding wieder für sich. Siehst du, jetzt läuft das. Okay, jetzt wiederum nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt, wie gesagt, ihr könnt dann jetzt auch auf Kabal Cache gehen zum Beispiel. Oder auf die Homepage, Videorecorder starten und so weiter und so weiter. Die Qualität des Videos, muss ich ehrlich sagen, ist eigentlich nicht verkehrt. Also finde ich doch relativ gut. Ist auch gut klein gehalten, das Format. Es kommt immer noch drauf an, auf das Video wegen der Größe. Der Qualität des Videos. Kommt immer auch darauf an, welche Auflösung ihr das Spiel habt. Habt ihr das Spiel, wollt ihr richtige schöne HD, so 16:9 haben, müsst ihr das Spiel halt einstellen auf. So wie ich das jetzt habe. So nehme ich immer auf 1280x720. So werden dann auch die Videos aus 16:9 Format. Natürlich geht das auch höher. 1600x1200, dann habt ihr 1020p, glaube ich, ist das nächste. Und so weiter. Oh Gott. Also wenn ich das schon sehe, wie der schreibt auf Englisch, dann Friend mit A. I'm a FB me too. And mit A, mit E. Spitze. I need some advice for grow up. Okay. And much e best. And mach e best. Can you be me? Ich denke mal, ich soll sein Lehrer sein. Sehr übel. Okay. Ich verabschiede mich jetzt von hier. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Guide, mit Overwolf und so weiter und so weiter. Wie gesagt, Overwolf ist keine Pflicht, ist eine freiwillige Sache, könnt ihr gerne machen. Ich finde, ehrlich gesagt, nicht verkehrt, dass sie sowas rausgebracht haben. Weiß nur nicht, ich kann euch auch nicht versprechen, ob es auf dem DE-Server kommt, kann ich nicht sagen. Also falls die Leute jetzt vom DE-Server zugucken. Ich wünsche euch dann viel Spaß, was ihr auch immer jetzt noch vorhabt. Und ich sag bis dann, tschüss.